für die SPD-Fraktion in der Technik. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, machen wir uns doch nichts vor. Der Alltag in Afghanistan, das ist Alltag in Gewalt, Alltag in Terror. Und ich stelle mir die Frage bei uns, da ist hier eine Wahrnehmung, die da sagt, na, über Anschläge wird berichtet, nicht über jeden alltäglichen, eher nur über spektakuläre. Junge Menschen, alte Menschen, Frauen, Männer, Kinder verlieren ihr Leben und werden bei uns oft zu Zahlen. Wir lesen, wo der Sprengsatz gezündet wird, vielleicht noch ein Absatz über die Hintergrundinfos, abgehakt, nächste Meldung, sie ist vielleicht interessanter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich nehme es niemand in diesem Lande übel, wenn das Interesse an schlechten Nachrichten sinkt und sinkt. Und ich verstehe die Menschen draußen in unserem Land, dass nicht wenige sagen, was sollen wir dort? Weshalb setzen Sie wir unsere Soldatinnen und Soldaten dieser Gefahr aus? Aber, meine Kolleginnen und Kollegen, diese Fragestellung und diese Antwort darf nicht für uns in diesem Hohen Haus gelten, denn wir dürfen nicht wegschauen. Wir dürfen uns nicht unsere eigene Welt malen. Und warum, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen? Weil wir zum einen gewählt wurden, um Politik zu machen und zum anderen Verantwortung zu nehmen und, was immer wichtiger wird, auch Lösungen zu finden. Und weil wir in diesem Hohen Hause nicht dazu da sind, wegzuschauen, nicht dazu da sind, zu verdrängen. Denn wer hinschaut ohne Scheuklappen, mit klarem Blick, der sieht auch die kleinen Erfolge, die kleinen Veränderungen, die das Leben der Menschen verbessern. Und diese Erfolge, die es ohne unser Engagement nicht gäbe. Da gibt es zum Beispiel den Frauenrat im Westen von Herat, wo sich eine Kooperative von Frauen mit dem Anbau und Vertrieb von Safran gegen eine Männerwelt durchsetzt, Literatur, Englisch, Fotokurse, Schönheitssalons anbietet, Computerausbildung durchführt. Das wäre undenkbar ohne unseren Einsatz. Oder das Frauenmagazin Gellera, das über die gesellschaftlichen Veränderungen im Lande schreibt und dorthin geht, genau dorthin geht, wo es kein Radio, kein TV, kein Internet gibt. Auch das ist Afghanistan. Das ist das Afghanistan, für das wir jedoch Geduld brauchen. Strategische Geduld und gleichzeitig Haltung. Und diese zwei Beispiele, liebe Kolleginnen und Kollegen, rechtfertigen allein schon unser Engagement in Afghanistan fortzusetzen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Was in Afghanistan alles schiefläuft, haben wir ja bereits zu Genüge gehört. Wir müssen schonungslos zugeben, dass sich die Sicherheitslage erheblich verschlechtert hat und der Konflikt weitere Opfer fordert. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass der zuvor angekündigte Quasi-Rückzug aus Afghanistan im Jahr 2014 eben das, was sollen wir dort, einfach nur albern war und die Hoffnung, ein festgelegtes Datum, wie der eine oder andere es will, uns keinen Schritt voranbringt. Eher ein Machtvakuum erzeugt, das Terrorgruppen einen Raum gibt. Das ist übrigens der Grund, weshalb es notwendig ist, das Mandat zu erhöhen, um den Menschen in Afghanistan Perspektiven zu schaffen, Perspektiven gegen Drogenanbau, gegen Korruption und gegen Klientismus. Und bei allen Problemen, bei allen Hindernissen, bei allen begangenen Fehlern in der vergangenen Jahre ist es einfach zu sagen, raus aus Afghanistan, es bringt nichts. Sollen die doch ihr Zeug selber machen. Und ich höre es aus vielen Wortmeldungen. Was geht uns das an? Aber wenn wir eins gelernt haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann doch, dass es uns eben hier in Deutschland auch etwas angeht und dass es eben nichts nützt, überhaupt nichts, sich zu verschanzen, nichts nützt, wegzuschauen, das schafft keine Perspektiven, das verhindert keinen Terror, das finanziert kein UN-Hilfsprogramm, schafft keine Sicherheit, schützt keine zivilen Helferinnen und Helfer und keinen gesellschaftlichen Aufbau. Wir müssen dranbleiben im Interesse der afghanischen Bevölkerung. Wir müssen der Bundeswehr den Rücken stärken, unsere Soldatinnen und Soldaten gut ausrüsten. Und was wir jetzt brauchen, ist Haltung, strategische Geduld und den Soldaten zu wünschen, gut nach Hause zu kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Karl-Heinz Brunner. Der nächste Redner ist Henning Otte für die CDU-CSU-Fraktion.